Alessio Jacobacci, Trainer vom FC Sio. Wie sind Ihre Einschätzungen momentan zur Verfassung von der Mannschaft? Ich glaube, die Verfassung ist eigentlich sehr gut. Wir haben sehr viel geschafft natürlich für das. Aber Antworten werden wir erst beim ersten Spiel haben, wenn wir das erste Spiel durch haben gegen Lugano. Aber ich bin eigentlich guten Mutes, dass wir wirklich sehr viel gemacht haben, damit wir auch bereit sind für das erste Spiel. Jetzt für diese Saison, was können wir Fans da erwarten? Was habt ihr selber für Erwartungen an die Saison? Ja, die Erwartung ist die von letzter Saison, dass wir in ein Spiel hineingehen mit der Willenskraft, der Leidenschaft, der Entschlossenheit, die es braucht, damit wir auch Spiel können, gewinnen können. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig, wenn die Mentalität auf dem Platz ist, ein Teamgeist auf dem Platz ist, wo jeder für jeden läuft und kämpft, dann werden wir auch unsere Resultate machen. Jetzt mit diesen Abgängen von Mboyo und von Cunha, also Cunha ist ja selber auch noch sehr junger Spieler, aber fehlt da nicht vielleicht euch jetzt ein bisschen die Erfahrung vorne am Sturen? Ja, das ist effektiv so. Da werden wir sicher vielleicht noch eine Lösung anstreben. Aber es ist sicher wichtig, dass einer kommt, wenn er überhaupt kommt, der eben die Erfahrungswerte hineinbringt, der die Goalgetter-Qualitäten hat, damit wir wirklich dieser Mannschaft noch etwas Zusätzliches auf den Weg geben, dass wir auch nicht Sicherheit haben, aber sicher mehr Möglichkeiten haben, eben Goal zu schiessen. Ihr habt es gerade angesprochen, wegen, dass vielleicht noch jemand käme oder so. Weiss man da schon, gibt es nur Verpflichtungen oder Abgänge oder irgendetwas? Nein, von Abgängen wollen wir jetzt nicht reden, aber sicher versuchen wir natürlich noch vielleicht das Puzzlestückchen zu holen, was es noch braucht, damit auch die Mannschaft noch mehr Sicherheit bekommt und auch die Überzeugung auf den Platz bringt, was es braucht. Am Wochenende hat man gerade Robert Uldrikis verpflichten können, sehr junger, talentierter Stürmer. Wenn ich gelesen habe, was sagt ihr zu dem? Ja, ich konnte ihn zuerst am Samstag kennenlernen, aber er hat sicher seine Qualitäten. Er hat natürlich in der Meisterschaft gespielt, die vielleicht vom Niveau her der Challenge League vielleicht entspricht, wenn es gut geht. Also muss man ihn hier auch entdecken. Er wird auch physisch nicht so weit sein wie die anderen. Aber er hat eine Körpergröße, die schon imponent ist. Er ist fast 2 Meter gross. Also ist sehr in der Lufthoheit sicher einer, der sich durchsetzen kann. Aber ist auch von der gewissen Quirligkeit, Schnelligkeit her auch nicht der längste. Also ist einer, den man sicher noch entdecken muss. Aber wenn man ihn hat verpflichtet hat, hat man auch gewusst, wieso. Jetzt im Goal zum Beispiel, jetzt in einem Trainingsmatch, haben ja ein bisschen die Jungen gespielt. Der Kevin hat nicht mehr so viel gespielt. Wie sieht es hier in unserem Goal? Wie damit rechnen, dass es dieses Jahr ein neues Nummer 1 gibt? Nein, also der Kevin hat jetzt nicht gespielt, weil natürlich ist operiert worden, Meniskus operiert worden. Gerade nach dem letzten Spiel von der letzten Meisterschaft ist erst die Woche wieder zur Mannschaft zugestoßen und hat natürlich jetzt im Moment keine Spielminuten können machen, aber er wird sicher in diesem Testspiel gegen Inter Mailand sicher 45 Minuten dürfen drankommen, damit er wenigstens die Minuten bekommt. Und klar, das erste Spiel wird der Mesonal im Goal stehen, aber es wird ein Konkurrenzkampf sein zwischen ihm und dem Fickinger. Und auf das hin werden wir dann irgendwann schon entscheiden müssen, welcher von diesen zwei Goalies soll dann schlussendlich im Goal stehen. Jetzt morgen haben wir gegen das grosse Inter Mailand ein Testspiel. Was erwartet man da von diesem Match? Ja, vor allem, dass wir uns nicht verletzen, damit wir alle zur Verfügung haben für den Sonntag. Und dass es einfach ein Vorbereitungsspiel ist, ein Training, ein gutes Training, wo alle wieder zu Spielminuten kommen. Wir werden sicher 2 Mannschaften bilden, damit wir nicht allzu lange auf dem Platz stehen und dass wir auch Kräfte können sparen für das wichtige Spiel vom Sonntag. Aber es ist ein interessantes Testspiel, wo wir uns wieder behaupten können und auch zeigen, woran das wir sind. Also wir werden sicher das Testspiel ernst nehmen und versuchen natürlich eine gute Leistung abzurufen, weil das gibt uns natürlich selbst Vertrauen für das nächste Spiel, für das erste Spiel gegen Lugano. Ich wünsche euch viel Glück für die kommende Saison und danke für das Gespräch, Maurizio Jacobacci. Merci.